zusammen und willkommen bei Whisky Space. Heute bin ich mal wieder in den Vereinigten Staaten unterwegs. Und zwar diesmal nicht in Kentucky, sondern in Tennessee. Und zwar bin ich heute bei Jack Daniels. Also Jack Daniels kennt ja, glaube ich, jeder von euch. Also ich in meinen Anfängen, als ich mit Whisky noch nicht so viel zu tun hatte, kannte man Jack Daniels, Jim Beam und dann den Johnny Walker, den Blended Scotch. Und Jack Daniels war für mich immer so, also, oh ja, ich will einen Jackie haben. Der hat für mich immer noch einen höheren Stellenwert immer gehabt wie der Jim Beam. Weil wenn man jetzt mal die Einsteiger-Whiskys nimmt, den Jim Beam Bourbon und den Jack Daniels Old Number 7, da finde ich schon, dass der Jack Daniels Old Number 7 auf jeden Fall um einiges besser schmeckt. Und man kann ihn sogar auch pur trinken. Ich habe da mal einen, ich weiß nicht, schon länger her, ein kleines Blind Tasting gemacht von Bourbon und da hat der sogar den zweiten Platz belegt gehabt, der Old Number 7. Auf jeden Fall, ja, Jack Daniels, extrem bekannt, liegt in Lynchburg, Tennessee, ist 70 Kilometer südlich von Nashville gelegen. Und ja, das ist es jetzt ein Bourbon, ist es kein Bourbon? Das ist immer nur so eine Frage. Im Normalfall ist es ein Bourbon, also es wird genauso gehandhabt wie Bourbon, mit einer Ausnahme, und zwar ist das dieser Lincoln County Process. Oder das Charcoal Mellowing. Das ist ein Verfahren, in dem quasi so Paletten aus Zuckerahorn, also so Holzstapel, werden aufeinander geschlichtet und die werden dann verbrannt und werden zur Holzkohle gemacht. Und danach wird die Holzkohle in so riesige Bottiche gefüllt und da wird dann der Whisky eingegossen und quasi läuft er dann so langsam runter und dadurch bekommt eben der Jack Daniels seinen besonders milden Charakter, ja. Und die haben sich da dann, ich weiß nicht, ob es da auch ein Patent, also sowas in der Art, ich glaube 1944 war es, als die da quasi die Zusage bekommen haben, dass sie ihren Whisky Tennessee Whisky nennen dürfen und nicht Bourbon. Also ich glaube, das ist glaube ich sogar der einzige Bourbon, der nicht Bourbon heißt, sondern Tennessee Whisky. Andere Bourbon, die jetzt zum Beispiel in Tennessee hergestellt werden, die müssen dann Tennessee Bourbon heißen. Aber nur der Jack Daniels heißt Tennessee Whiskey, eben durch dieses Charcoal Mellowing Verfahren. Joa, was gibt es sonst noch zu sagen? 1866, ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben, ich glaube es war 1866, war auch Jack Daniels die erste eingetragene Brennerei der USA. Also was ich gelesen habe. Und ja, Jackie wäre schon mal eine Reise wert, da hinzukommen. Das muss sehr imposant sein, sich das mal anzuschauen. Ich habe da schon mehrere Videos gesehen. Also das ist ein richtig, richtig, richtig krasses Unternehmen, Weltunternehmen und eine Weltbrennerei. Und gehört mittlerweile zu Brown-Forman, zu dem großen Konzern. Also das ist nicht mehr in eigener Hand. Aber ja. Gut, dann packen wir es mal an. Welchen Jackie habe ich heute hier auf dem Fässchen stehen? Und zwar geht es nicht um den Jack Daniels Old Number 7 und nicht um den Jack Daniels Single Barrel. Den gibt es ja mittlerweile auch fast in jedem Supermarkt. Der hat 45 Volumenprozent, wenn ich mich recht erinnere. Nee, heute geht es um die Premium Class. Und zwar ist es der Jack Daniels Single Barrel, Barrel Strength, blablabla. Bedeutet Fassstärke. Die Flasche ist genau die gleiche wie beim Single Barrel, die ich ja also extrem hübsch finde, diese Flasche. So sieht die aus. Und der Kollege hat 64,5 Volumenprozent. Ja, jetzt bin ich mal hier gespannt, was der uns so sagt am Gaumen. Ist auf jeden Fall natürliche Farbe, absolut genial. Schenken wir den mal ein. Tschück. Ich habe mir da auch ein bisschen Wasser zurechtgelegt, weil der könnte schon ziemlich heftig werden.
von der Alkoholstärke. So. Okidoki. Also so ist die Farbe nochmal. Sehr, sehr schöner Bernsteinton, dunkler Bernsteinton. Nicht gefärbt, üblich für Bourbons oder auch für Tennessee Whiskys. Das ist echt eine tolle Sache. Joa, hatte ich sonst von Jack Daniels viel, also den Old Number 7, den hatte ich schon. Der ist eigentlich, kann man trinken, kann man auch füllen mit Cola. Wenn ihr gerne mit, ja, wie gesagt, mit Cola mischt, mit dem Dr. Pepper oder Dr. Pepper Zero, da schmeckt es ziemlich geil. Mit Eiswürfeln, richtig cool. Habe ich damals bei The Kominsky Method auf Netflix kennengelernt und habe gedacht, wow, das ist echt ein geiles Getränk. Aber nicht zu viel gequatscht, jetzt halten wir mal die Nase rein in die Fassstärke vom Jack Daniel's Single Barrel. Blub. Und schauen, was er uns so flüstert. Sehr starkes Karamell. So Buttermais. Die Würze vom Fass. Auch leicht, sowas leicht Erdiges. Honig habe ich und auch so eine tolle Vanille. Das sind immer so diese typischen Komponenten, die man eigentlich immer bekommt bei amerikanischer Weißeiche. Also diese Vanillenoten und Karamell. Und das habe ich hier sehr stark auch. Aber echt so eine also nicht so eine Vanillepudding oder Vanilleeis, sondern so richtig diese Vanilleschote. Alkohol kommt schon ein bisschen raus, auf jeden Fall. Ich meine, bei, was waren es jetzt? 64,5. Das ist schon eine Hausnummer. Jetzt vielleicht ganz leicht im Hintergrund diese ja, typischen Klebstoffnoten, die man manchmal bei Bourbon hat. Aber ganz dezent, so holzleimmäßig. Aber wirklich nur leicht im Hintergrund, das stört auch nicht. Dann habe ich auch so was Schokoladiges, eine wunderschöne Vollmilchschoki mit Karamellsoße überzogen. Tolle Nase. Also wirklich. Wenn ich jetzt tippen würde, also gehe ich auf jeden Fall davon aus, dass bei dem ein hoher Maisanteil besteht. Die Maische bei Bourbon oder jetzt auch bei dem Tennessee Whiskey, die muss ja da immer mindestens 51% Mais haben. Und ich glaube, der Roggenanteil da drin, der ist nicht so hoch. Und ich habe wirklich mehr diese typischen. Also bei hohem Maisanteil habe ich immer so Buttermais, Popcorn, genauso Popcorn-mäßig habe ich auch noch. Und da kommt dann auch, finde ich, noch stärker diese amerikanische Weißeiche zur Geltung bei einem höheren Maisanteil. Na gut, Nase sehr vielversprechend, dann Cheers! Power.
abholt, schiebt die Aromen vor. Im Mund auch, die ist so richtig schöne Maiskolben mit Butter bestrichen. Karamell, Vanille, Würze vom Fass. Sehr intensiv da. Die reifen natürlich wesentlich schneller. Dort in Tennessee, deswegen ist der Fasseinfluss auch in relativ kurzer Zeit sehr stark da. Jetzt habe ich sowas leicht muffiges, ganz leicht. So leicht vergorene Trauben. Interessant. Mit Frucht ist für mich immer ein bisschen schwierig bei Bourbon. Aber da habe ich jetzt wirklich so eine Traube. Sehr lange. Aber interessant, jetzt habe ich auch so ein bisschen dieses Mentholige. Ganz leicht so. Oder wenn man so einen Minzkaugummi kaut, ja. Da ist doch mal diese Frische. Kann aber auch vom Alkohol kommen. Auf jeden Fall sehr schön lang, mundfüllend. Sehr lecker. Ich habe mir auf jeden Fall ein Wässerchen zurechtgelegt und werde den jetzt ein bisschen verdünnen, um zu sehen, ob da noch was passiert. Ich nehme da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Tropfen. Schauen wir mal, dass wir da so auf Mitte 50 kommen. Wahrscheinlich nicht. Da bin ich noch nicht so der Fachmann, wie viele Tropfen man nimmt dementsprechend. Ja, gucken wir. Oh ja, oh, hat sich nochmal echt verändert. Also jetzt ist es wirklich so, wenn ich so ein riesen Bucket voll Popcorn habe, vielleicht ein bisschen so mit Karamell übergossen und halte da meine Nase rein. Wow. Ganz toll. Toll, toll, toll. Ein Träumchen. Karamellig, vanillig, würzig. Auch diese Trauben habe ich immer noch da, fruchtig. Rund, stark, Kraft. Super. Wirklich super. Wenn ich ihn jetzt vergleichen würde mit den anderen Fassstärken, die ich bis jetzt hatte, ich würde dem hier eine 92, sagen wir 91 bis 92, also 1 minus bis 1. Also da, der ist schon gefielten, der richtig, richtig stark ist. Einer meiner besten Bourbon oder jetzt Tennessee Whiskys. Der einzige, der noch eine Stufe drüber war, das war der Elijah Craig 12 Barrel Proof. Aber der kann sich locker einordnen mit Noah's Mill und Booker's, wo der mir sogar noch besser schmeckt wie der Booker's. Gerade weil er auf dieser stark karamelligen Honig, habe ich auch vergessen, Honig habe ich auch, so einen tiefen, dunklen Honig, der war auch noch, ist auch noch im Mund da. Und ja, der Noah's Mill ist ganz anders, der ist mehr auf dieser erdigen, kräutrigen Seite. Der aber auch super geil war, der hat bei mir sogar eine 92 bekommen, soweit ich weiß. Und der bekommt jetzt auch so eine 91, 92, also sehr schöner,
Sehr, sehr schöner Tennessee Whiskey, der Barrel Proof. Können wir den Einter? Klack. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ich habe mal Preise geschaut, der beläuft sich so zwischen 65 und 90 Euro, glaube ich, so in dem Dreh bekommt man den. Wie gesagt, nicht kühl gefiltert, nicht gefärbt, wie bei allen von denen. 64,5 Volumenprozent, da kann man mit Wasser wunderbar spielen. Deswegen bevorzuge ich persönlich auch immer bei den Bourbon oder jetzt beim Tennessee Whiskey immer die Fassstärken, weil man kann dann individuell runterpegeln, wie ja, die Stärke. Ja. Aber da hast du eben das Grund, also die Grundstärke, die Fassstärke, und das ist schon geil, muss ich sagen. Und wenn man es dann immer mal vergleicht mit manchen Scotch Whiskys, die jetzt 64,5% haben, da brennst du den ganzen Mund weg. Also da ist das immer schon bewundernswert, wie die das bei den Bourbon so hinbekommen, dass man die doch auch in der Stärke trinken kann. Also der ist schon stark, also da ist es schon, sage ich mal, von Vorteil, wenn man ein bisschen Wasser mit dazu tut, aber man braucht es nicht unbedingt. Und der erste Schluck oder der erste Whisky, der ist immer ein bisschen, bitzelt immer mehr als der zweite und dritte, da wird es ja dann immer weniger, man gewöhnt sich ein bisschen an das Ganze. Joa, gut, das war's wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr schon von Jack Daniels hattet oder wie ihr allgemein zu Jack Daniels steht. Was ihr da so hattet im Glas und schmeckt es euch oder eher nicht oder whatever, schreibt es einfach mal unten rein. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, um nichts mehr zu verpassen. Und dann freue ich mich jetzt schon aufs nächste Mal mit euch hier bei Whiskey Space. Macht's gut, bis dann, ciao, ciao.